Abhilfe können sogenannte Augensprays schaffen. Diese neue Alternative sprüht der Patient einfach auf das geschlossene Auge. Danach sollte das Auge noch einen kurzen Moment geschlossen bleiben. So können sich die Wirkstoffe an der Lidkante sammeln. Durch den anschließenden Lidschlag verteilen sie sich automatisch auf der Augenoberfläche. Möglich machen dies die Phospholipide, also Fettmoleküle. Diese nehmen die Wirkstoffe in sich auf und arbeiten wie ein Transporter. Sobald sie die Augenoberfläche erreicht haben, geben sie den Wirkstoff wieder frei. Die Augensprays sind nicht nur einfach zu verwenden, sondern auch hygienisch. Drückt man den Sprühkopf herunter, wird ein Sprühstoß abgegeben. Dabei verschließt ein Ventil das System, sodass keine Flüssigkeit zurück in die Flasche gelangen kann. So bleiben alle Keime draußen. Dazu kommen keimreduzierende Bauteile. So verhindert etwa medizinisch wirksames Silber an der Auslassöffnung, dass sich dort Keime bilden. Deshalb können wir auf den Einsatz von konservierend wirkenden Bestandteilen verzichten.